Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Star Wars Battlefront. Beta natürlich, wir zocken hier. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt so anfange. Wir zocken auf jeden Fall wieder den Multiplayer. Singleplayer geht ja nicht, glaube ich. Und ich habe jetzt wieder die Waffe aus dem ersten Part. Ich will es einfach nochmal versuchen. Also man schaltet auch auf jeden Fall andere Waffen frei, wenn man die Ringe hochsteigt. Ich kann nämlich jetzt auch andere Waffen auswählen, wenn ich Rang 4 oder Rang 5 wäre. Allerdings habe ich diese Ringe noch nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt schon wieder hier so übelst beschossen werde. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Ja, die Waffe macht zu wenig Damage, habe ich das Gefühl. Egal wie ich schieß, die Waffe tötet keinen. Ganz schwierig hier jemanden zu folgen. Da eigentlich jemand drin? Ich weiß es nicht. Alter, wie viel hält denn das Ding aus? Wie viel hält denn das Teil aus schon wieder? Das ist ja fast wie die Fahrzeuge im Battlefield. Die gepanzerten. Die sind auch so ultra krass. Übertrieben, overpowered. Mit Headshots geht schon ab. Mit Headshots kann schon ganz schön was reißen. Du musst halt treffen. Komm schon, Mann, ich will dich haben. Hab ich dich? Ich glaube ja. Also, großer Tipp, wir müssen unbedingt auf den Kopf zielen. Auf den Kopf geht's. Oh, Mann. Aber wenn man auf den Kopf zielt, dann geht's ganz gut. Habe ich so zumindest das starke Gefühl. Und die Entfernung spielt auch irgendwie eine große Rolle. Okay, das ist einer von uns, auch wenn es nicht angezeigt wird. Gut. Naja, das sind halt so die Bugs, ne? Es wird wahrscheinlich nicht angezeigt, weil der MMG steht. Oh, nicht das Teil schon wieder. Man kriegt dafür nichts, wenn man das Ding killt. Aber man braucht die Dinger zum Aktivieren irgendwie. Irgendwas braucht man da. Ich komme nicht hoch, weil ich den Jump noch nicht habe. Oh, fuck. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann ich irgendwas machen? Weiß nicht. Geht irgendwie gerade überhaupt nichts. Oh cool, Mann, die haben wir weggeholt. Geil, 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 geil. Ach, das sind... Das sind doch... Hä, das war noch aber... Ach so, da hinten. Ich wollte schon sagen, da oben stehen noch unsere Leute. Aber ich krieg den nicht. Das ist echt zu heiß. Das ist zu weit weg auch. Ich treffe die von hier nicht. Die ganzen Macke. Oh, shit, Mann. Bin ich in der Falle, glaube ich. Oder auch nicht. Komm, 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 bevor uns jemand sieht. Los, 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 los. Uplink Station engaged. Well done. Now defend it. Wait then, nothing. Oh, 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 Strike von den Gegnern, wir müssen weg. Aber wir sind außer Reichweite, das ist gut. Ich habe gewusst, dass jetzt von hinten wieder irgendeiner kommt und mich beschießt. Fuck, ich glaube, wir verzischen mal noch ein bisschen weiter hier. Verzischen noch ein bisschen. Lieber ein bisschen weiter weg als zu nah. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Doch nicht. Ist echt schade hier. Ich verpeile das so manchmal. Ja, teilweise echt Orientierungsschwierigkeiten, aber wir kennen es ja alle aus. Alter, was hat denn der. Was ist denn das für eine Entfernung, was der zurücklegen kann? Was ist denn das für eine krasse Entfernung, wo er so krass Schaden macht? Das ist ja heftig.
nicht normal. Ich raff's nicht. Hat mich jetzt gerade ein Flugobjekt getötet oder war das echt aus der Entfernung der Typ, der mich vorhin schon angegriffen hat? Das wäre schon heftig, wenn du aus der Entfernung so viel Schaden macht. Und ich null Schaden mache aus der Entfernung. Eine Granate wäre cool. Was bringt mir denn das Teil jetzt? Gar nichts. Ich sehe nichts. Oh nein, shit. Jetzt geh mal drauf. Jungs, verpisst euch hier mal, bevor die Gegner kommen. Ich weiß auch nicht, Mann, ich sterbe so enorm schnell hier. Ich gehe so schnell drauf, egal was ich mache. Es wäre cool, wenn irgendwie mal Schadenszahlen oder so angezeigt würden, aber das passiert ja nicht. Aber wenn man beim Nachladen nicht richtig den Button drückt, dauert es echt Ewigkeiten, immer nachgeladen hat. Oh ja, wir haben mal wieder jemanden getötet nach 3 Stunden. Komm, 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 weg. Ja, Mann. Ja, Movement scheint ja auch extrem wichtig zu sein. Also beim Schießen echt laufen. Oh, nee. Komm, verpiss dich hier bloß. Jo. Ich will auch mal so ein großes Ding rein. Oh, was haben wir denn hier? Alter, ich habe schon gedacht, ich töte ihn nicht. Ey, das scheint echt irgendwie super zu sein. Natürlich werde ich jetzt abgeknallt. Jo. Ey, man muss doch hier die Waffe wechseln können, wirklich wahr. Doch hier kann ich sie wechseln, glaube ich, genau. Hier geht's. Jetzt geht's. Hab ich das vorhin echt so verpeilt? Also, die erste Waffe ist auf jeden Fall Schrott. Finde ich, das ist richtiger Müll. Kriege ich das Ding kaputt? Alter, die machen so viel Schaden, Mann. Ich weiß gar nicht, wie es aussehen soll. Jo, einmal kurz vorgeguckt und direkt tot. Krass. Vielleicht kann man den Schaden irgendwie noch verändern von den Waffen. Kann ja sein. Dass man wirklich irgendwie noch ein bisschen Damage reinhauen kann, dass man mehr Schaden macht. Irgendwie sowas. Heilt es nicht. Ist so heftig. Rausgeschaut und instant down. Ey, wie viele Leute hier sind. Die sich alle hier verstecken und da draußen tobt der Krieg. Oh, komm, heil dich. Die Waffe macht gut Schaden, man muss es treffen. Habt ihr gerade gesehen? Ich hab. Fuck. Was ist denn hier? Kann ich mich hier verstecken? Schon so weit, dass wir hier nicht mehr rauskommen. Aus unserem eigenen Kabuff kommen wir nicht mehr raus. In den eigenen 4 Wänden eingesperrt, ja? Oh, jetzt haben wir eine Granate, glaube ich. Jetzt haben wir eine Granate gekriegt. Glaube ich. Boah, fuck. Mann! Ey, aus der Entfernung! Aber wir haben die Granate immer noch, Gott sei Dank. Gott sei Dank! Warum kann ich das Ding jetzt... Warum wirft er das? Aber... Der hat sie doch jetzt gar nicht geworfen. Das war doch eine Granate. Jo. Dreht euch doch um, Leute.
Komm, mach das Ding platt. Was funktioniert nicht? Ey, sie halt viel zu viel aus, die Dinger. Oh, toll. Toll! Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na los. Los. Hier sind noch welche. Den haben wir. Nice. Alter, die haben so krasse Schilder schon wieder. Wo du einfach nicht gegen ankommst. Fuck! Und wieder 51. Also ich glaube an der Balance müssen sie noch einiges ändern. Wenn ich jemanden töte, hat er 51 oder töten möchte, hat er 51 oder 25. Also irgendwie immer dieselben Werte, als würde jeder Schuss gleich viel Schaden machen. Als würde jeder Schuss, egal welche Waffe, irgendwie gleich viel Schaden machen. Ganz komisch. Und ich weiß auch nicht, also aus einer gewissen Entfernung treffe ich einfach nicht. Ich habe den zwar voll im Fadenkreuz, aber es passiert nichts. Jetzt gehst du drauf. Und aus manch anderer Entfernung dann umso schneller irgendwie. Oh, es wäre cool gewesen, wenn die gesessen hätte. Komm, 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 heil dich. Bevor es wieder weitergeht mit der Pugen-Action. Ich glaube, da hinten, oder? Oh, da ist jemand. Komm, 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 komm. Oh, nee, Mann, ich glaube, den lasse ich lieber. Ich glaube, den lasse ich lieber, den Typen. Aber der kommt jetzt hier. Der kommt jetzt garantiert hier lang. Aber ich hab einen Nice. Jetzt aber schnell, jetzt aber schnell. Da hinten steht noch jemand. Wo ist er denn? Ich krieg den nicht mal, wenn der wieder in seiner blöden Bubble hockt, der Typ. Komm, 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 komm. Jetzt hole ich ihn mir, komm. Nice, nice, nice. Combat Master, ich bin der Master. Wenn mein Dreh so ein bisschen raus hat, geht's. Man muss auch wieder krass schnell reagieren hier. Wäre eine coole Bombe, glaube ich. Oh, Junge, lad doch nach. Ja, das mit dem Nachladen, das ist echt irgendwie ein Fail. Wenn man den Zeitpunkt verpasst, hat man echt verkackt. Du kannst ja auch die Waffe nicht wechseln, weil du ja nur eine Waffe hast. Das kommt ja auch noch hinzu. Du hast ja gar keine andere Möglichkeit, als dann zu sterben. Oder du bist gut geskillt und kannst halt irgendwie, weiß ich nicht, was man noch alles dann lernen kann, irgendwie. Es gibt ja sicherlich noch viel, was man irgendwie machen kann. Da steuert das Ding echt jemand, ne? The Walker. The Walker. Lass mich bloß in Ruhe, lass mich bloß in Ruhe. Du großes Viech, du komisches. Jetzt ist es kaputt, nice. So, das ist einer von uns. Ah, oh, das ist schon zu Ende. Shit. Und wir haben, glaube ich, wieder verloren, ne? Ja, Mann. 15, 19. Oh, 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 oh. Es wird echt nicht besser.
Und auf der anderen Seite ist schon wieder einer, der so. Sind schon wieder mehrere, die so fett abgehen, ey. Das gibt's doch nicht, ne? Die sind schon krass geskillt, glaube ich. Okay. Jo Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vergesst bitte die Likes und die Kommentare nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und dann bis zur nächsten Folge. Tschüssi!